Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Quarto und in diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Augenbrauen zupfe. Kurze Info vorab, das ist ein zweiteiliges Video, bestehend aus Augenbrauen zupfen und Augenbrauen trimmen. Und jetzt starten wir mit Augenbrauen zupfen. Normalerweise zupfe ich übrigens meine Augenbrauen nicht selber, sondern ich lasse da eigentlich immer einen Profi ran, und zwar meinen Friseur. Und der macht das wirklich Bombe. Der nimmt immer so einen Faden und mit dem Faden zupft er dann deine Augenbrauen. Das tut hier und da manchmal ein bisschen doller weh, aber am Ende des Tages sehen die Augenbrauen anschließend wirklich on fleek aus. Aber da ich jetzt gerade kurz vor meinem Urlaub es nicht mehr schaffe, zum Friseur zu gehen, ja, perfekter Zeitpunkt, um euch mal zu zeigen, wie ich persönlich meine Augenbrauen zupfe, wenn ich gerade keinen Friseur am Start habe. Wichtig für alle Männer da draußen: Wir wollen nicht aussehen wie Theo Weigel mit so einer Busch-Augenbraue oder wie Bert mit so einer Mono-Augenbraue, und wir wollen nach dem Gezupfe auch nicht aussehen wie so eine Drag Queen. Denn was ist unser Ziel? Wir wollen eine gute Balance in unseren Augenbrauen haben. Unsere Augenbrauen sollen gepflegt und gleichzeitig auch noch männlich aussehen. Deshalb an dieser Stelle immer im Hinterkopf behalten: Weniger ist beim Augenbrauenzupfen tatsächlich bei Männern mehr. Und zum Stylen der Augenbrauen brauchen wir folgende Dinge. Als allererstes brauchen wir eine vernünftige Pinzette. Dann brauchen wir einen feinen Kamm, und am besten hat dieser Kamm eine feine Seite und auch eine sehr, sehr feine Seite. Dann brauchen wir noch eine Schere, oder wir können auch hier einen sehr feinen Rasierer verwenden, wie zum Beispiel den Philips OneBlade. Und ich benutze bei meinem Styling noch so eine Augenbrauenbürste, was aber nicht zwingend notwendig ist. Und die Produkte, die ich hier in dem Video verwende, verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. So, starten wir jetzt, und als erstes müssen wir den Startpunkt der Augenbrauen festlegen. Wie funktioniert das? Ihr nehmt einfach diesen feinen Kamm, geht an der Nase entlang nach oben, und dort ist der Startpunkt von euren Augenbrauen. Das macht ihr sowohl an der linken Seite als auch an der rechten Seite. Und alle Haare, die dazwischen sind, also zwischen den beiden Startpunkten, ja, die könnt ihr fein säuberlich rauszupfen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen keine Monobraue haben, und aus dem Grund einfach zwischen den beiden Startpunkten in der Mitte schön fein säuberlich mit der Pinzette die Haare rausziehen. Und Leute, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, Pinzette ist gleich Pinzette. Ich kann euch an dieser Stelle nur einen Tipp geben: Kauft euch eine vernünftige Pinzette. Wenn ihr keine vernünftige Pinzette habt, kann Folgendes passieren. Entweder könnt ihr zum Beispiel die Härchen nicht vernünftig packen, oder die Pinzette ist zum Beispiel vorne zu scharf, dann trennt die Pinzette einfach die Härchen nur ab und ihr könnt die Härchen nicht rausziehen. Also ich empfehle euch an dieser Stelle auf jeden Fall eine vernünftige Pinzette zu holen, weil sonst dreht ihr irgendwann einfach durch. So, als nächstes müsst ihr den Endpunkt eurer Augenbraue festlegen, und das macht ihr wie folgt. Ihr nehmt wieder diesen feinen Kamm, setzt den auf eurer Nasenspitze an, beziehungsweise zentral auf eurer Nase, und kippt den dann langsam zur Seite. Und zwar so lange bis zum Ende eures Auges, also bis zur Ecke des Auges, und dort ist dann das Ende der Augenbraue. Und alle Haare, die hinter dem Ende der Augenbraue sind, könnt ihr dann ebenfalls wieder mit der Pinzette feinsäuberlich wegzupfen. So, und zu guter Letzt können wir jetzt den Punkt festlegen, wo eure Augenbraue ein wenig abknickt. Und das funktioniert auch wieder mit dem Kamm. Und ihr nehmt wieder den Kamm, wieder zentral auf der Nasenspitze anlegen und geht dann nicht ganz bis in die Ecke vom Auge, sondern der Kamm muss ganz genau an der äußeren Seite deiner Iris vorbeilaufen. Nicht davor, nicht dahinter, sondern ganz genau an der äußeren Seite deiner Iris. Und das ist dann der Punkt, wo du so eine kleine Form reinbringen kannst. Wer dann Lust hat, kann dann seine Augenbrauenhaare ganz leicht wegzupfen an dieser Stelle. Und ich kann an dieser Stelle auch nur empfehlen, Leute, macht das nicht zu doll, ja, das kann möglicherweise daneben gehen. So Leute, kleiner Tipp noch an dieser Stelle von mir, ich habe es ja eben schon mal gesagt, weniger ist an dieser Stelle auf jeden Fall mehr. Wenn ihr es zum Beispiel nicht hinbekommt, eure Augenbrauen komplett symmetrisch hinzubekommen, ja, macht euch keine Gedanken, denn Augenbrauen sind nie 100% symmetrisch. Also wenn ihr dann dabei seid und eure Augenbrauen zupft und ihr denkt so, wow, ich muss unbedingt meine Augenbrauen noch weiter zupfen, weil es muss ja symmetrisch sein. Nein, Leute, das geht dann voll in die Hose. Dann sieht nicht nur eure Augenbraue aus wie Arsch, sondern euer ganzes Gesicht sieht nachher aus wie Arsch, und das wollt ihr nicht. Also take it easy, mach ein bisschen sauber deine Augenbrauen, ja, dass es gepflegt aussieht. That's it, mehr muss nicht sein. So Leute, mit Augenbrauen zupfen sind wir jetzt fertig. Wir wissen A, wo der Startpunkt ist, wir wissen B, wo der Endpunkt ist, und wir wissen C auch, wo der Formpunkt ist, so nenne ich ihn jetzt mal. So, wenn wir damit jetzt fertig sind, kommen wir jetzt zum Trimmen, und wie das Augenbrauen-Trimmen funktioniert, zeige ich euch im zweiten Video. Und im zweiten Video seht ihr dann auch das Vorher-Nachher-Bild, da sieht man ganz schön, was sich verändert hat. So Leute, und wenn ihr da draußen jetzt jemanden kennt, der zum Beispiel aussieht wie Theo Weigel mit so einer Buschi-Augenbrauen oder wie Bert mit so einer Monobraue und der ganz dringend mal ein bisschen Pflege an seinen Augenbrauen nötig hat, dann teilt gerne das Video mit
mit ihm. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch da draußen ein wenig weiterhelfen kann. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Henrik Schröder. Henrik, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Einfach deinen Vor- und Nachnamen per WhatsApp auf mein Community-Phone schicken. Und vielleicht wirst du dann im nächsten Video schon gegrüßt. Und die Nummer zum Community-Phone findest du natürlich in der Infobox. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn meine Community größer wird. Also auf jeden Fall auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ganz wichtig an dieser Stelle, denn es gibt ja noch ein zweites Video, also das Augenbrauen-Trimmen-Video, solltest du nicht verpassen. Deshalb auf jeden Fall subscribe und Glocke aktivieren. Leute, macht's gut, bis dahin, peace out.